keine Animation, keine Flasche, nix. Ja, also es kann nicht so gewollt sein. Na, gib mir doch ein. Na klar. Na los, Claire. Nächster, wie der mich das Glas da hält, das kann doch nicht so gewollt sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss auch buggy sein. Ich jetzt hier voll ballern oder was? Cassius Ryder. Sagt dir der Name was? Tattoo-Typ. Woher kennst du ihn? Alte Bekanntschaft. Wo finde ich ihn? Hat einen Laden in Watson, Pershing Street. Also, welches willst du? Den Ziegenbock oder das andere? Das andere wird ihm gefallen. Ganz bestimmt. Davon war nicht die Rede. Jeremiah Grayson. Hab gehört, der arbeitet für Smasher. Aber das weißt du nicht von mir. Hey, wer warst du noch gleich? Ja, man kann sagen, wir hatten was gemeinsam. Ruby Collins. Erst hab ich sie gevögelt, dann Grace. Oh ja. Coole Mucke. Simon! Simon! Mas rapido! Das ist ja richtig krachen. Ja, das mit dem Arm kann doch nicht so gewollt sein, ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Boah, siehst du aus, ey. Links oder rechts? Ich glaube, ich habe was Besseres. Hey, bist du Ruby? Herr Supers, du hast von mir gehört? Verschwinden wir. Ich sag dir, was ich gehört habe. Und du sagst mir, ob es stimmt. Entschuldige mich mal kurz, muss nur noch was erledigen. Einmal kotzen wahrscheinlich. Na, echt lecker. Yo, nimm deine Dreckskrippel von Ruby. Sie geht nirgendwo mit dir hin. Ihre Schicht läuft noch, klar? Fuck, hab ich das vermisst. Ich warte draußen. Ah, das kann nicht so gewollt sein, ey. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn es so gewollt ist, dann sieht das echt scheiße aus. Sorry, wenn ich das sage. Komm, wir gehen zu mir. Wir haben zig Autos. Er muss ein Auto klauen. Wohin? Martin Street. Aber nimm einen Umweg. Das ist echt, also, hä? Stehen dir? Hast du Feuer? Ja, mit der Hand. Ja, es kann nicht so gewollt sein. Das kann es mir nicht vorstellen. Also wenn, dann ist es echt erbärmlich gemacht, ganz ehrlich. Oh, Scheiße! Na toll.
war nicht gut jetzt. Fuck! Wir hätten tot sein können! Ruby. Vielleicht rufe ich... Ich rufe... Reiß dich zusammen, Ruby. Ich muss mit Grayson reden. Das ist also echt strange gewesen. Hallo, Night City. Wie? Spuckst du immer nach dem Aufwachen? Können wir über was anderes reden? Klar. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass du mir bekannt vorkommst. Oh. Johnny hat's dir gesagt. Haben wir... Du weißt schon. Nein. Der Idiot war zu voll. Er hat mich morgens angerufen. Ich dachte, du bist es. Und ich dachte, schon süß. Schade nur, dass er völlig am Rad dreht. Wolltest es selbst sehen, hm? Kranke Neugier? Und ich fand Johnny Silverhand. Smasher, hat er dir von ihm erzählt? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er zurückkommt. Johnny hat rausgefunden, wie er ihn kriegt. Warte, Grayson? Jeremiah Grayson arbeitet für Smasher. Johnny hat den Tipp von irgendeiner Stripperin. Ebunike. Mehr nicht. Aber ich sehe, was ich tun kann. Wir kriegen diesen Hurensohn. Kann ich irgendwie helfen? In dem Zustand bist du fast nutzlos. Ich hole dich an, wenn ich was weiß. Okay. Why not? Unglaublich, dass der Bastard in deinem Kopf steckt. Ja. Allerdings. Mit ihr geredet. Und die Stripperin? Prügelei? Das Tattoo? War alles notwendig. Musste Rogue ja was Echtes liefern, oder? Okay. Ebunike? Graysons Spur soll uns zu Smasher führen? Eine Spur zu einer Spur. Meinst du, die ist echt? Echt genug für Rogue. Jetzt hör auf zu jammern und lass uns abhauen. Na denn? Okay. Söldnergesuch, Regina Jones. Okay. Sunset mit Motel verkrochen. Was sind das für ein Balken jetzt schon wieder? Da mitten in der Mitte. Warte, bis Rogue dich anruft. Okay. Und das, der Balken ist auch wieder nicht normal, also ganz ehrlich. Kann er nicht sein. Furchtbar. Diese Bugs sind furchtbar. Es geht einem nur noch auf Eier, ganz ehrlich. Wo zum Teufel bin ich? An einem Ort, wo du problemlos den Teppich vollkotzen kannst. Ist ja nicht so, als ob du eine Wahl hättest. Und wieso haben wir schon wieder... Wollte gerade sagen. Hallöchen. Nein, ich will nichts kaufen. Ich will ja auch nichts kaufen. Okay, den haben wir auch erledigt. Spellbauen, was ist denn das? Ein Job von Nix. Killing in the name.
Burno kannst du eine... Mitten nicht an, bis du es mit BBS Instance Nancy telefonieren kannst. Die Frage ist, können wir mit der telefonieren mittlerweile? BSS. Das war die, glaube ich. Der Tiger und die Ratte. Okay. Oh, hier ist ein Epic. Da ist ein Epic. Wer bist du? Bist du Wang Bo? 그래. 근데 다들 날 치타라고 불러. 내가 또 치타처럼 존나 빠르거든. Okay. Okay, Cheetah. Solange ich bezahlt werde, nenne ich dich, wie du willst. Wie bist du hergekommen? Ja, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해뒀어. Lass mich fahren. What's the, what, wie, was, wieso machen wir denn? Ja, wie soll ich dich schieben, du Umdreher! Denkst du, ich bin blind oder taub? Bild am anderen. Grüße aus dem winnigen Oregon. Ja, gucken. Ja. Vielleicht hilfst du uns ja nochmal. Okay. Halt's Maul, wenn du kein Blei fressen willst. Was ist denn hier los? Meine Fresse. Und tschüss. So. So viel dazu. Ich wollte doch gar nicht jetzt hier irgendwie eine Escort-Mission machen. Vor allem dieser scheiß Balken, der geht mir auf den Puffer. Dann nehmen wir mal die Karre. Wenn dieser Balken. Oh, schon aßrasselende. Könnt du dir eine Sau? Wir? Ohne mich wärst du jetzt ein Fleck an der Motelwand. Richtig. Okay, dann mal los. Geile Karre, ey. Absolut nicht. Das war jetzt so nicht geplant. Aber na gut, dieser Balken in der Mitte, der geht mir echt tierisch auf die Nüsse. Das ist wieder so ein Bug. Typischer Bug, ey. Das ist so zum Kotzen. Also Leute, ich gebe euch den Rat. Kauft es im derzeitigen Zustand nicht. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen auf der... auf dem Markt. Ach, kamen ja auch ein paar Patches schon, aber es ist... Okay, wir sind da. Steig aus. Ja, zackamann! Aber... ...저 새끼를 믿어도 돼? 너 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? Regina hat sie selbst angeheuert. Keine Sorge. 알았어, 알았다고! 아, 내리면 되잖아! 네, 야, du mich auch. Geh weg. Wenn dieser Balken, der geht mir echt tierisch gerade auf die Nüsse. Willkommen in der wirklichen Welt. Super Arbeit, Wie. Wang Bo wollte dir den Spitznamen der wütende Löwe geben. Also ist er wohl zufrieden. Auftrag erledigt. Eddies sind unterwegs. Mhm.
So, okay, lass mal kurz gucken. Chip in. Vergangenheit. Nocturne. Aber komm, wir gehen mal der Dings nach. Der Hauptmission wieder. Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Nicht wirklich, ne? Shit. Okay. Rufen wir mal unsere Karre. Also das ist echt... Weißt du... Das verstehe ich nicht. Solche Bugs und Fehler, das ist... Das ist ätzend. Wie kann sowas sein, frage ich mich. Warte mal, wir machen mal Folgendes. Ich speichere mal ganz kurz. Geh mal ins Hauptmenü, vielleicht geht's weg dann. Na komm. Wäre schön, ne? Wenn's weggeht. Ätzend, sowas. Sowas ist einfach nur ätzend. Und erbärmlich. Wie gesagt, kauft das Spiel derzeit nicht. Ich kann keine Empfehlung aussprechen. Nicht mit den ganzen Bugs, die sich mittlerweile doch echt anhäufen. Geradezu zum Richtung Endgame wird es irgendwie anscheinend immer schlimmer. Wie gesagt, derzeit nicht kaufen. So, Balken weg. Regina Jones. Beeil dich. Tigers of Direct mit dem Hotel sind. Bla bla bla. Okay. Haben wir erledigt. So. Auto. Hängt da oben irgendwo. Ist das für einer ein Schläger? Ups. Ich weide dich aus. Echt? Ich hab was für dich. Ich sehe die Wade. So, dadurch haben wir mal ein Level up hier. Kann man doch auch mal machen, ne? Ja, nur noch blaue Sachen mitnehmen, wenn es geht. Irgendwas Interessantes? Nein. Okay, Munition, ja. Okay, alles klar, komm. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Ey Mann, wo ist mein Auto? Warte. Weiter geht's. 3 Kilometer. Müssen wir ordentlich fahren. Immer einen Blick auf die Karte. Was soll das? Tut mir leid. Wie gesagt, ich komme mir vor wie bei Grand Theft Auto. Little China. Ach, verdammt. Danke fürs Bremsen. Halt. Und raus. An
alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen liegt vor. An der Kreuzung von Drake und Cartwright Street. Vor Ort sind Mitglieder der Tiger Claws, denen Überfälle und Erpressungen vorgeworfen werden. Angeführt von Mokomichi Yamada, genannt Motorboy. Die Stadt bezahlt für die Entfernung von Yamada und seinen Komplizen aus der Gegend. Okay, nice. Nett. Wir wollen aber hier hin. Zum Embers. Da wollen wir jetzt erstmal hin. Was hast du da mit deinem Arm? Oh, was Exklusives. Es gibt kein Zurück mehr. Du bist an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr. Wenn du so sagst, werden alle noch nicht bei den Nebenmissionen und anderen wie Aufträge nicht mehr verfügbar sein, bis alle Hauptmissionen abgeschlossen sind. Okay. Okay. Dann sollten wir das vielleicht doch tun. Dann lass uns mal... Moment. Charakter erstmal aufleveln. Athletik. Athletik. Was haben wir hier? Wahrer Schneid. 5%. Vernichtung. Das hier kritische Schrotflinten und Leichen um 10%. Ja, das nehmen wir mit hier. Es war interessant, dass wir mal warten. Okay, das hat es jetzt nicht gebracht. So, okay. Wir lassen es mal sein, dass die Quest so krass weitergeht. Ja, komm. Ist gut. Kann ich jetzt mit dir reden? Wäre ja nett. Ne, immer noch nicht. Okay, lass mal gucken. Chipped in. Ein Tag Anruf. Okay, wir sollen warten eigentlich. Dann warten wir halt nochmal. Wir haben eigentlich nochmal so 16 Stunden. Tja, ich würde ja schon ganz gerne, aber lässt mich nicht. Ich muss. Ne? Nancy telefonieren kann. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ganz ehrlich, das ist doch echt ein bisschen doof gemacht. Na komm, wir speichern, aber halt. Und dann machen wir das jetzt. Hilft ja nichts. Ja, bla bla. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Gott, ist mir schlecht. Das gefällt mir nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Chill mal bitte für 2 Sekunden. Wir gehen rein, reden, gehen raus. Das war's. Ja, genau. Entspann dich. Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Hallöchen. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Natürlich.
Kommen wir zum Punkt. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Fuck! Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny! Ich hab dich. Lothrok fällt! Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Ah, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Glaubst du, hast den Tod überlistet? Der Tod hat dich überlistet. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Hör mich! Aus dem Boden an! Doch weg von mir! Raus aus meinem Haus! Sofort! Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird, oder ruhmreich draufgeht?